Hallo und herzlich willkommen bei Folge 39 dieses Anno Let's Plays. Wir haben die letzten Folgen versucht, unsere Produktionsdefizite zu verbessern, um an unseren Investorenstädten weiterzuarbeiten. Dabei haben wir den Fokus drauf gelegt, mit Items die Produktion zu verbessern. So, schauen wir mal, ob man hier wieder was ausbauen kann. Das ist unsere Hauptinvestoreninsel. Ja, hier geht einiges. Ich baue hier mal ein paar Reihen aus. Der Aufstand hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. Immer nur jede zweite Reihe ausbauen, wegen dem Panorama-Effekt. Und jetzt sollte natürlich auch das Problem, dass wir so viele Fahrstühle benötigen, sich ziemlich erledigt haben. Nachdem wir die Fahrstuhlproduktion verdoppelt haben. Es geht wieder aufwärts. Eisen fehlt. Stahlträger. Ja, das ganze Ausbauen kostet und kostet jede Menge an Material. Stahlträger. Ich schlaf stehend ein. Stahl hätten wir genug. Vielleicht sollten wir hier noch ein Stahlwerk dazu bauen. Wie schauen wir denn hier aus? Passt noch eins rein. Okay. Wie schaut's denn auf der Insel mit Öl aus? Sehr gut. Dann könnte man ein weiteres Kraftwerk andenken. Zwar um hier die Produktion zu versorgen. Eher die Frage, wie man da den Zug durchzieht. Natürlich schlecht. Mal, ob das so funktioniert. Oh, eine Inspektion. Ich bin überarbeitet. Ich bin auch überarbeitet. Hier wäre auch noch ein Ferrasgut, den wir hier schon geholt haben. Das gebe ich alles dafür, nur einmal aus diesem Loch herauszukommen. Sie wollen sich da rauswinden? Dann wollten wir hier schauen, dass die ganzen. Die Lager sind voll. Minen zumindest
Genau. Kupfervorkommen, das könnte man dann auch gleich anschließen. Führt sie zu uns. Zink, Kupfer, Zink. Die müssten wir da auch rüberbringen. Mal da aus, Zink, so dass wir die nur abbauen müssen. Ein neuer Auftrag? Black Curtain. Eingezeichnet. Sind unterwegs. Fenster fehlen. Sollte hier Zink nach Rindhofen kommen und jedenfalls ein anderes Schiff. Sollten wir hier aber auch gleich das Kupfer einladen. Erwarten neue Horizonte. Holz fehlt. Ach ja je. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Bereit für den Einsatz. Heißt, wir können zumindest eine weitere Messinghütte bauen. Achtung, der Boss. Die sollten wir einmal irgendwie ein bisschen so zusammenstellen.
Messinghütte. Zumindest haben wir genug zu essen. Dann könnte man noch eine Messinghütte. Sind Sie neugierig? Es reicht jetzt nicht mehr. Aber so. Wie sieht das Material aus? Dann sollten wir ein weiteres Item bekommen haben. Frachtschiff steht bereit. Und zwar Hochräder. Dann brauche ich nämlich keine Motoren mehr, sondern Glühfäden, die ich auf dieser Insel produziere. Haben Sie vergessen, den Schalter umzulegen? Sie haben an Einfluss gewonnen. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand zusieht. Geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. Kiste unter Deck. Jedenfalls mit die könnte man hier die Produktion irgendwie boosten. Angenommen, man kann da kann man nicht. Dass das jedes Mal zum Suchen ist, okay. Bisschen weiter rauf, dann kriegt man nur ein bisschen mehr unter. Schönen Tag auch.
Schlachtschiff steht bereit. Damit sollte sich die Produktion von mehr als verdoppeln. Könnte man da ja auch noch eins reinbauen. Zwar wie geht's? Nein. Okay, da fährt Holz jetzt. Das Lager ist voll. Kisten unter Deck.
Das bekommen wir sehr schnell in den Griff. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ein Feuer ist ausgebrochen. Die Flammen wurden gelöscht. Schauen, ob sich das ausgeht. Theoretisch könnte da auch nicht. Einige Felder könnten helfen. Perfekt. Damit sollten wir jetzt noch einmal deutlich mehr produzieren und die Sektproduktion weiter ankurbeln können. Kann man die zusammenstellen? Die Menschen lassen sie hochleben. Dass man vielleicht immer da unten. Nicht hier Strom. Nein. Ah. Strom ist schon wichtig. Wo sind meine Routen?
Investoren schätzen zwar die Früchte meiner Arbeit, aber was wissen sie schon über den Baum, aus dem sie stammen? Er verteilt nur Sekt. Der sammelt Sekt ein, vielleicht der direkte Sektroute. Sekt einladen, ausladen, ausladen. Sind voll. Ja, mangelt's wieder am Stahl. Kann man da nur Stahlwerk einschalten? Die Tore sind leer und warten auf Durchlauf. Startet die Maschinen. So, okay, jetzt von die Glühbirne natürlich abgeschnitten, die wir da ja nicht mehr produzieren. Aber da könnte man es rauskürzen. Brillen brauchen die auch. Wie schauen wir da aus? Da werden wir keine Brillenproduktion haben. Vermutlich wäre es auch da gut, wenn wir die Glühbirnen und so auch nicht mehr produzieren. Um das Ganze irgendwie zu vereinheitlichen. Zieht die Bremse. So haben wir das schon immer gemacht, pflegen die Bauern zu sagen. Aber die Wissenschaft wird den ganzen alten Schlick schon bald kräftig aufwühlen. Gut. Was machen wir mit den anderen Inseln? Auf diese Inseln sollten wir dann wahrscheinlich auch irgendwie die Farmen boosten. Preisgekrönter Produzent. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken.
dran halten. Mehr Druck im Kessel. Auf Ihren Befehl. Ja, sowas für die Brillenfabrik. Schauen wir mal, wenn wir da auf die Schnelle so einen Produzenten noch finden. Nein, 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 nein. Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise Ihrer Majestät zu beeinflussen. Normalerweise hält man seine Versprechen. Route eingezeichnet. Ja. Viel ist zwar nicht weitergegangen, aber doch einiges. Schauen wir da, ob wir nur zum Abschluss ein bisschen Upgrades machen können. Durchaus. Immer die zweite Reihe. Wir stehen jetzt bei 129.000 Einwohner. Genießt den Ausblick. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.